Leute, ich habe die Idee. Jetzt hört mal zu, okay? Übel geil. Wir machen eine neue Serie. Quasi so ein bisschen Sitcom-mäßig so. Aber Comedy, Büroalltag vermischt. Ja, was interessiert mich das denn? Was du für ein Kackformat hast, Alter. Ihr habt doch immer diesen Traum, dass ihr mal irgendwann zusammen als Spanner und Ferno nach Malle fliegt. Ja, Mann, ja, mit dem Eimer saufen und die Bitches. Mega geile Idee, Kalle. Du wieder ein Meeting, wo ich nicht eingeladen wurde, oder was? Nee, komm mal her. Nein, pass mal auf. Ich hab diese beiden Fickmuglis mal so ein bisschen durchbeleidigt. Sola, wir sind dabei. Kalle, wenn es nicht wegen der Sitcom ist, dann hältst du jetzt deine Sola, Sola, Punkt durch Sitcom. Genau richtig. So, wir beide, wir wollten ja eine richtig geile Sitcom machen. Over the shoulder und dann hier und dann schöne Shots und hier wie alle im Büro und so. Ich habe das Ganze mal ein bisschen dicker aufgefahren. Ich habe mal ein bisschen weitergedacht, weißt du, wie ich meine? Und ich habe jetzt mal das ganze Budget, was wir bekommen haben, genommen und einfach mal brand safe investiert. So, sorry, ich muss auflegen. Geht jetzt los. Tschüss, bis gleich. Alter, Maxim, ja? Ich hab gestern TFT gespielt, ne? Die beste Com aller Zeiten. Void Sorcerer. Nee. Das ist es doch. Nee. Ich hab letztens ein YouTube-Video gesehen. Und zwar hat jemand. Oh shit. Ja, kein Problem. Und zwar hat jemand Draven. Draven kennt. Mann. Draven kennst du ja. Ja, Draven. Draven Rabadons hat er gebaut. Nee, zeig's mir. Also es geht, oh, und zwar geht das mal auf AP übel gut. Richtig. Hier riecht's nach Gurken oder so. Oh, nice. Wo hast denn die jetzt her? Na gut. Und wie läuft's sonst so bei dir? Hm? Boah, mäßig. Druck ist da. Aber da, wo Druck ist, ist auch ein Ventil. Und ich sag mal so, aktuell kann ich gut ablassen. Das ist ja ein Vorteil für dich. Ich muss sagen, also dein Erfolg, der erreicht, der, ne, geht dir jetzt so ein bisschen voraus. Wow, bin stinkreich. Das ist übel lecker. Cut! Jawohl! Ja, das ist super! Richtig gut! Das einfach klasse! Marleen, Pick, Pick, das ist es! So wird's was! Was ist denn das hier? Du, wir sehen, drehen hier die Super Bowl. Ja, ich hatte doch nichts im Kalender! Ich hab dich doch angerufen! Da ist keiner dran. Ja, lass uns mal kurz reden. Oder was ist los? Wie, was ist los? Ich dachte, das ist unser gemeinsames Ding, Mann. Jetzt machst du hier schon wieder irgendwas alleine. Wieso denn alleine? Guck mal, wir haben hier mega geil das aufgebaut. Hast du dir die Kostüme mal angeguckt, außer Kleidersammlung oder was ist das? Ressourcen reingebaut, ey. Ist doch übel sick geworden. Mega sick ist nur Maxim, der ist allergisch gegen Gurken, Mann. Oh! Ja, wie auch immer, aber du kannst das doch nicht alles schlecht reden. Das ist doch. Wie nicht alles schlecht reden? Hast du dir das mal angeguckt, Mann? Das ist übelste Scheiße. Was? Leute, habt ihr gehört? Den holen wir uns. Los, komm! Leute, sollen wir den Arzt holen? Sola! Kalle, das war doch nicht so gemeint, aber man ist doch alles scheiße, Alter! Ach. Verräter! Hey Sola, du bist gefeuert.
Hallo, hey, Schatz. Nee, nichts mit Schatz hier. Ich mach nämlich Schluss. Es reicht mir also mit dir. Ja, und die Katzen, die nehme ich auch. Die Katzen, nein. Oh doch, denn so einem Versager wie dir kann ich sie nicht überlassen. Sola? Sola? Was ist denn los, mein Junge? Sola? Was ist los? Ja, natürlich, alles kaputt gemacht. Ja, ich bin gefeiert. Ich hab Schluss gemacht. Die Sitcom ist völliger Müll geworden. Warte mal. Die Sitcom ist scheiße. Ja, man hat irgendwelche scheiß Kostüme gekauft und er denkt, er kann das. Aber er ist doch kein Regisseur. Man hat überhaupt kein Talent. Ich meine, sowas kannst du ihm doch nicht antun. Der ist so talentreich. Nein. Oh nein. Du bist scheiße. Sola, du bist der Tote. Martin, du bist allergisch gegen Torte. Ja, moin, ihr Luschen. Hier ist Spandau aktuell. Mein Name ist Aso. Und wir fangen auch direkt an, würde ich sagen, hier, Spandau, warte mal. Jürgen! Jürgen, wo ist meine Pennergranate? Eine kleine Evolutionsbremse, jetzt mal Tarales hier, News aus der Metropole. Spandau Rising Star Kalle Kuschinski auf den Vormarsch. Wer hätte es gedacht? Der Bergen hat mit seiner Erfolgs-Sitcom Spandau Tag und Nacht alle Register gezogen. Boah. Alle das gemacht. Auch Michael Bay. Furchter Schlüppi, alles. Boah, krasse Scheiße. Großes Kino, sage ich euch. Für so 10 Oscars nominiert. Keine Ahnung, aber hier steht auch für den goldenen Kasten Oettinger. Ehre. Würde ich auf jeden Fall reingucken. Wahnsinnssache. Haltet die Mütter fest, der Mann wird das reißen in der Zukunft. Alter, wird also, geile Scheiße. Also, bitte nicht so viel labern. Wir haben nicht so viel Zeit. Du hättest deine Schnauze, wenn ich nicht mit dir rede, Mann. Ebenfalls Spandau. Boah, tschu. YouTuber-Abfall. Nico. Sola Stinke, Entschuldigung, Nico Sola Linke, wird seit nun mehr als 12 Wochen vermisst. Nachdem diese verkackte Hextech Schmeckstech Openings endlich verboten wurden, wen interessiert, egal, hat er seinen Job verloren und hat Kalle, der Kalle hat sich seine Truller gesnackt. Irre, ey. Jürgen, war die geil? Ich bin durch, ich hab auch keinen Bock mehr, werd mir jetzt ordentlich einen hinter die Rüstung kippen. Welche fucking Anleitung, ruf mich an! Sola! 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 Hast du keinen Bock oder was? Was ist mit dir? Man muss mal aufpassen, wenn man mehr als 5 Lappen am Tag vor. Leute, ich glaube, Sola hat keinen Bock. Geht wieder los, ne? Okay, Prost! Oh. Maxim, da bist du allergisch gegen Bier. Und zwar wie ein Drink. So weit kein Problem. Okay, müssen wir nochmal machen. Hey, Sola! Was ist denn das hier? Ja, das ist die Superboy. Wir drehen doch hier die Sitcom. Ja, warum hatte ich nichts im Kalender? Was soll die Scheiße? Ich hab dich vorhin angerufen. Ich hab dich angerufen. Also, ich hab... Da ist keiner dran. Ja, das ist los. Du hast 50 Pfoten in Maxim reingesteckt. Der ist allergisch auf den Mist, Mann. Da muss er durch, aber im Endeffekt, ganz ehrlich... Oh, das war super. Schade. Ja, wie auch immer. Jedenfalls bist du... Hast du die Couch gefickt?